Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der UTC-Gemeinschaft. Und heute geht es um ein paar News zu der Xbox-Gemeinschaft bzw. um den FIFA-Bereich, um genau zu sein, um die Liga. Und da wiederum um die VBL-Liga, die in letzter Zeit sehr viele negative Schlagzeilen gemacht hat. Nun, liebe Freunde, ich, der Gründer von der UTC-Gemeinschaft, ich bin ins Ausland gezogen, genau zu sein, nach Portugal. Und ich habe mir da die Xbox-Gemeinschaft bzw. die Xbox-Community angeschaut und so weiter. Und mir ist sofort negativ aufgefallen, wie die VBL da im FIFA-Bereich agiert. Und zwar wurde da ein Admin rausgeschmissen, einfach ohne Grund. Und der junge Mann, der kam dort zu mir und sagte, hey Manu, kennst du dich da aus? Kennst du den Verantwortlichen von der VBL? Die haben mich da einfach ohne Grund rausgeschmissen, weil ich da ein paar Turniere erstellen wollte und er sich leider nicht gemeldet hat. Und daraufhin hat er mich da einfach ausgetauscht mit einem anderen und so weiter. Und ich fand es richtig, richtig unfair. Und ich habe gesagt, ja, ich kenne die meisten Gründer und die Chefs da der Sachen, da ich selber der Gründer bin von der Xbox-Gemeinschaft. Und ich werde mich da für dich einsetzen und werde da mal nachfragen, was los ist. Und ich habe diesen David, ein Italiener übrigens, der die VBL angehört, beziehungsweise der Gründer ist der VBL. Ich habe den David angeschrieben, habe ihm die Situation geschildert und dieser David, der hat noch nicht mal geantwortet, was ich ziemlich witzig fand, denn der hat einfach andere Admins genommen. Das heißt, dem Typ geht es einfach nur darum, dass diese Länder einfach besetzt ist. Mit wem sie besetzt haben, ist ihm scheißegal im Grunde genommen. Was sie für eine Arbeit leisten, ist ihm auch scheißegal. Hauptsache es läuft. So, darum geht's. Ja. Und die Leute sind einfach unzufrieden, die wollen jetzt zu der EFA wechseln in Portugal. Aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass ich versucht habe, der VBL-Verantwortlichen klarzumachen, dass die Arbeit, die sie leisten, einfach nicht richtig ist und auch ziemlich unfair den Leuten gegenüber. Nun, ich habe ein Video erstellt darüber und daraufhin kam da der RQ20, der neue Verantwortliche von der VBL in Portugal, den der David zum Admin gemacht hat und meinte dann zu mir, jo General, du bringst ein paar Teams, du hast doch immer so ein paar Teams, du bringst uns einfach ein paar Teams zu unserer Gemeinschaft oder wir schmeißen dich, wir blockieren dich einfach bei der VBL. Also eine Erpressung. Ich habe einen Screenshot auch übrigens davon gemacht, ich kann das nachweisen. Und ich sagte, nein, ich lasse mich nicht erpressen, ich bin nicht jemand, der sich erpressen lässt. Und das Ganze wird öffentlich gemacht und genau das habe ich getan. Und tue es ihr auch ihr mit in dem Video. Und ich bitte euch einfach drum, liebe Freunde und Freunde der Xbox-Gemeinschaft und auch der FIFA-Community. Ich bitte euch, mal nachzuschauen, denn es gibt da genügend Ligen, die man unterstützen kann, ohne Ligen, die einfach mit solchen Machenschaften an den Tag gehen, die einfach Leute erpressen oder sonst irgendwas. So, unter anderem gibt es da übrigens, liebe Freunde, eine Liga, die jetzt aus Brasilien kommt und in Europa Fuß fassen will, auf PlayStation schon sehr, sehr bekannt, und zwar ist es die EFA. Die EFA, liebe Freunde, da könnt ihr euch einfach das eingeben, EFA, FIFA, Liga, Xbox, und schon habt ihr den Link zu der EFA-Liga. Dann, liebe Freunde, hat mich noch ein junger Mann bei mir gemeldet, und zwar der Michael. Der Michael, der ist der Gründer der VPC, liebe Freunde. Der ist sehr, sehr engagiert auf der PlayStation gewesen. Es hat auch super funktioniert auf der PlayStation, eine sehr, sehr große Liga auf der PlayStation. Mit der VPC kommt eine neue Liga ins Spiel und der Michael möchte ich gerne hier mit unterstützen. Und ich möchte euch bitten, auf der VPC-Liga zu gehen und euch das Ganze anzugucken, euch auch dort anzumelden. Der möchte nämlich jetzt eine Xbox-Liga aufmachen und ich wünsche euch, wie gesagt, dass ihr ihn unterstützt, den Michael. Michael, übrigens an dieser Stelle schöne Grüße an dir zurück. Dann, liebe Freunde, eine sehr, sehr große Liga, die VPG, die hatte UTC schon mal unterstützt. Übrigens, den Admin, der Johann Schilling, der gerade zur Zeit bei der VBL ist, übrigens, Johann, schöne Grüße an dir. Der einzigste, der gute Arbeit leistet, diesen Mann, ja, der war ursprünglich bei UTC gewesen. Ich habe ihn gebeten, damit er aus der Schusslinie rausfällt, habe ihn gebeten, dort rauszugehen, damit er Arbeit leisten kann, in Ruhe arbeiten kann. Und deswegen, er ist leider zu der VBL gegangen, was ich jetzt nicht gut finde, denn da ist noch ein anderer junger Mann, ein Davis Barrientos. Und dieser wiederum
tut Sachen veröffentlichen, wo er gar keine Ahnung davon hat. Der weiß gar nicht, was passiert ist, diese Geschichte, was ich euch im Vorfeld hier erzählt habe. Der hat gar keine Ahnung und verurteilt sofort die UTC-Gemeinschaft und das Ganze hier, ohne Ahnung zu haben, welche Hintergründe dahinter stecken. Also, dieser David Barrientos, übrigens habe ich das Ganze auch im Gründer der VBL gesagt, der soll bitte diesen David Barrientos einfach rausschmeißen und den Johann dort zum Chef machen. Schon wäre ich zufrieden, schon würde die Sache wieder laufen, weil Johann ein Top-Admin ist. So, liebe Freunde, wie gesagt, die VPG ist im Anmarsch auf Deutschland. Die suchen einen Admin für die VPG. Die haben zwar jemanden, einen Engländer, aber der braucht Unterstützung von einem Deutschen. Und da könnt ihr euch gerne melden bei der VPG. Ihr werdet wahrscheinlich ein paar Beiträge schon gesehen haben. Der VPG, die suchen da einen Admin, die Unterstützung brauchen. Und ich sage euch auch gleich von vornherein, die VBG ist eine sehr, sehr große Liga. Da habe ich schon Erfahrungen mit gesammelt und sehr kompatibel. Viel, viel größer als die VBL und 4000 Mal besser, auf jeden Fall. So, dann haben wir das Urgestein der deutschen FIFA-Ligen, und zwar die NGL. Die NGL, liebe Freunde, da habe ich versucht, die Verantwortlichen Kontakt aufzunehmen. Aber ist es auch wurscht, die NGL kennt von euch FIFA-Freunde fast jeder. Und die NGL ist eine sehr, sehr gute Liga. Unterstützt die NGL bei der Xbox, liebe Freunde, denn das ist eine gute Liga, es ist eine deutsche Liga. Und da könnt ihr auf jeden Fall, da seid ihr auf jeden Fall auch richtig dabei. So, dann gibt es noch eine Liga, liebe Freunde. Es gibt noch eine Liga, es gibt sogar noch zwei Ligen oder drei sogar. Und zwar die IFVBA, die ist auch in Anmarsch auf Deutschland bei der Xbox. Wie ihr seht, es gibt mehr als genug Xbox-Ligen, die jetzt im Anmarsch ist. So wie zum Beispiel die ESL. Die ESL kennt man von Rainbow Six und andere und Call of Duty und wie die ganzen Spiele da heißen, zum Beispiel die ESL. Und die ESL überlegt auch zurzeit bei der Xbox in FIFA 20 zu starten und eine neue Pro-Club-League zu erschaffen. So meine Kenntnisse, die ich in letzter Zeit genommen habe. Dann hat sich noch ein junger Mann gemeldet zu Wort, und zwar ein Jens Schabi. Hallo Jens, schöne Grüße nochmal an dich zurück. Und zwar die Pro Club League, also die proleague.de und zurzeit noch proclubliga.de. Da könnt ihr euch gerne anmelden. Auch das ist eine Liga, liebe Freunde, die Xbox-Gemeinschaft unterstützt. Und wie ihr seht, es gibt genügend Liga außerhalb dieser schlechte VBL. Einfach für mich, einfach nur grottisch. So geht man mit der Community nicht um, liebe Freunde. Und das ist mein Statement zu dem Ganzen. Ich bitte euch, egal welche Liga ihr euch entscheidet, auf jeden Fall nicht für die VBL zu entscheiden, weil die einfach unfair sind den Mitgliedern gegenüber, die Teams gegenüber und vor allen Dingen ihr eigene Admins, ja, verarschen die nur. Und das, so kann man das nicht stehen lassen, liebe Freunde, denn uns geht es nach wie vor um den Spielspaß. UTC, die UTC-Gemeinschaft, liebe Freunde, versucht mit unseren 24 Gruppen, mittlerweile haben wir über 50.000 Community-Mitglieder da drin. Ich möchte mich an der Stelle auch bei euch bedanken. Wir versuchen euch einfach zusammenzubringen mit unseren Gruppen. Ich sehe da jeden Tag Beiträge. Hey Leute, ich suche Leute für Call of Duty, für das, für Minecraft. Egal was, ich bin glücklich darüber, dass ihr zusammenkommt durch meine Community, durch unsere Community. UTC bringt euch zusammen. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, auch die dieses Video zugeschaut haben. Und wie gesagt, sagt Nein zu der VBL. Das ist die Message von diesem Video, liebe Freunde, und unterstützt Ligen, die da im Nachkommen sind, beziehungsweise die NGL, die schon lange existiert, und sagt einfach Nein zu der VBL. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal bei UTC Journal und tschüss.